Den haben wir jetzt ausgewählt, weil die Optik mir gut gefallen hat. Es ist doch unglaublich, was allein eine andere Fahrerhauskabine ausmacht, oder? Ach so, da bist du jetzt. Ja, ich war jetzt gerade an der Tür. Okay, ja, total schönes Auto. Spaß. Ja, nee, kein Witz mehr. Wir haben uns hier angeschaut. Hier sind überall weiße Kabinen auch teilweise. Und dann ist es ja so, dass dir teilweise Fiat einfach irgendwas vor die Tür stellt, was sie gerade fertig produziert haben. Ob das grau ist oder so. Sie nehmen, was sie können. Und da ist ein graues Fahrerhaus und der Kontrast wirkt gut. Absolut. Vor allen Dingen, die Farben spiegeln sich in der Folierung wieder. Und ich finde, das macht es nochmal etwas peppiger. Und es ist nicht einfach so das Standardmodell. Aber in dem Fall sind die Autos tatsächlich in grau bestellt worden. Ja, das glaube ich sogar. Aber es war in der Vergangenheit wirklich so, dass der Tieflader kam und hat mal das abgeliefert, was sie durchproduziert haben. Denn die Werke mittlerweile, ich glaube, das Werk in Polen ist in Vollgas am Laufen und sie haben eine eigene Automatik gerade in der Entwicklung aus China. Es ist ja auch so, in der Corona-Zeit hast du genommen, was du kriegen konntest. Und wenn das lila gewesen wäre, hätten wir die Reisemobile in lila aufgebaut. Ja, Entschuldigung, wir sind am Stand von Weinsberg und Weinsberg ist ein Serienhersteller des Knaus-Tabak-Konzerns, der sich besonders auf die Fahne geschrieben hat, die längsten Leuchtstoffröhren der Welt zu entwickeln. Ich darf das mal kurz zeigen, hier oben drüber, das sind die längsten. Ja, Sag ja. Lassen wir mal das dahingestellt. Ja, ich wollte nur zeigen, wir sind auf der Messe CMT 2024 und man hat sich schon ins Zeug geschmissen. Also der Aufwand hier für die Halle, musst du das mitbezahlen eigentlich, mehr oder weniger? Nein, das sind die Gemeinkosten. Also es ist so, wir haben eine ganze Halle hier aus dem KTG-Konzern. Das ist natürlich super. Es ist ein tolles Feeling, wenn du hier reinkommst, wenn man drumherum guckt. Wir haben Tabat mit in der Halle, wir haben Weinsberg mit dabei, wir haben Knaus mit an Bord. Also wir können ganz viele tolle Modelle hier zeigen. Super. Das ist toll. Und hier haben wir ja natürlich Weinsberg. Das ist so ein bisschen die Entry-Marke zwischen Knaus und Weinsberg. Ist es die Marke, die ein bisschen unter dem Knaus ist, oder? Genau, hat einfach eine andere Ausrichtung. Die Marke liegt auf Funktionalität und auf auch Design, muss man ganz klar sagen. Wir haben hier aber eine sehr ordentliche Qualität. Also da gibt es Mitbewerber, die können wir da ganz locker In die Tasche. In die Tasche stecken, das muss man so sagen. Und das ist ein tolles, solides Fahrzeug, was natürlich auch nur möglich ist, da das Fahrzeug aus dem Konzern der Knaus Tabak AG kommt. Das wird aber nicht in Deutschland gebaut. Nein, das Fahrzeug wird nicht in Deutschland gebaut, aber natürlich unter den Auflagen, wie es entwickelt wird. Und wir haben bei dieser Marke natürlich den Verbund der KTG. Und dadurch können wir natürlich die Einkaufsvorteile nutzen und auch eine höhere Qualität schaffen. Und das ist wirklich was Tolles. Ja, sagt Christian Karp von Ferge und Welz. Ihr seid Knaus, Weinsberg Vertragshändler und habt auch andere Marken wie Morelo und Co., auch Tabat. Und seid damit ganz zufrieden. Ihr kommt aus Bissendorf bei Osnabrück. Viele Fachhändler sind hier. Und ich habe mir dich jetzt mal gegriffen, weil wir zwei uns A kennen und B auch ein bisschen eingespielt sind, um die Fahrzeuge mal zu zeigen. Und wir müssen nicht immer nur die High-End-Fahrzeuge zeigen. Wichtig ist auch mal bezahlbare Fahrzeuge zu zeigen. Das ist eine Heckgarage und die Heckgarage entlastet letztendlich auch ein bisschen die Vorderachse, denn du darfst hinten mehr packen als vorne, korrekt? Genau, also du kannst hier ordentlich was zuladen. Du hast den Fußboden in dem Fall aus Siebdruckplatten. Die Fachleute werden es erkennen. Das ist eine schöne, robuste Variante. Haben nochmal viele Staumöglichkeiten für Gepäck zum Verstauen hier, für die Fahrräder, für die Campingmöbel. Ja. Toll. Einhandbedienung bei den Klappen, das ist auch eine Besonderheit, muss man darauf achten. Dann hast du hier ein schönes Finish, denn das hier ist tatsächlich, ich glaube, es ist Aluminium, oder? Hier drauf. So sieht das Ganze aus. Ja. Wir gucken mal gerade. Also das Fahrzeug hier, wie es hier steht, 73.690 Euro. Die Messefahrzeuge haben natürlich immer ein bisschen Extras mit drin, 87.000 Euro. Aber ihr könnt natürlich viel nachrüsten. Man kann also erstmal mit der Entry-Version starten, so Sachen wie Markise und so weiter. Das kann man wirklich schnell nachrüsten. Ne? Ja, die typischen Nachrüstarbeiten, die auch fast täglich bei uns passieren, das sind Klimaanlagen oder auch Markisen. Das sind Dinge, die wir jederzeit nachrüsten können, aber auch wer so ein Fahrzeug haben möchte und möchte vielleicht eine Ausstattung haben, die nicht in dieser Kategorie geläufig ist, wie eine Hubschutzanlage, auch das kriegen wir hin, überhaupt gar kein Thema. So, Jan lacht schon mal. Meine Tochter Jan aus Lettland eingeflogen, ich grüße dich ganz herzlich. Du bist unser Design-Geschmackstester. Wie schmeckt dir das Design? Das ist jetzt nicht Bronze. Das ist immer relativ schwierig für mich, muss ich sagen. Weil ich schon einen anderen Geschmack habe, denke ich mal, als das meiste, was angeboten wird. Du hast eher so dieses Vanlifer, gell? Das muss so ein bisschen mehr aussehen wie zu Hause. Nee, das muss schon
sehr minimalistisch sein, glaube ich, damit es mir gefällt. Also weniger Schnörkel, weniger Bling-Bling. Und meistens kein Braun. Kein Braun? Nee. Okay, warum? Die meisten Brauntöne zumindest nicht. Braun ist also doch schön. Von daher ist es ziemlich schwierig. Wenn man älter wird, ist Braun ganz schön. Ich bin alt. Ich finde es gemütlich. Aber jetzt mal objektiv gesehen würde ich sagen, ist das ein Design, was hier drin ist, was auf die breitere Masse zugeschnitten ist. Jetzt weder für Ältere noch für jetzt den super Jungen. Ja, man kann auch vieles individualisieren. Wer jetzt sagt, Mensch, ich möchte die Gardinen nicht haben, auch das kann man im Nachgang alles noch ändern. Das ist eigentlich wie zu Hause. Und wo wir gerade reingehen, fällt vielleicht dem einen oder anderen aus, wenn er das Video sich schon angeschaut hat von der Außenhaut, dass die Eingangstür schon relativ breit ist. Okay, 70 oder 60? 60, ja. Also, ich schätze mal, eine 60er ist hier drin. Ich schätze mal, eine 60er ist hier drin, ja, genau. Das ist nicht eine ganz kleine Aufbautür. Natürlich dann mit dem Fliegengitter wieder integriert, ganz klar. Kennst du noch von früher diese Fliegenpuschel, die da immer dran hingen in, finde ich geil. In Rot-Weiß? Würde ich sofort die Tür rausschmeißen und die Fliegenpuschel, denn der Hund zerstört sie sowieso direkt. Ja. Also deine Hunde laufen da durch. Durch das? Ja. Nö. Nee. Das heißt, die würden uns respektieren. Wenn du draußen mit einem Leckerli stehst und sagst, komm mal her. Die wird nicht wie deine. Komm, wir jetzt gehen mal rein. Kommt es raus. Ja. So, wir gehen mal rein. Und das ist natürlich, das ist jetzt hier Entry, aber es geht ja noch viel billiger, muss man sagen. Also das ist, so Reisemobile sehen da von außen immer gleich aus. Die haben 4 Räder, haben irgendwie ein Klo mit drin und so. Wie würdest du Weinsberg einordnen? Ist das solide? Du hast eben schon solide genannt. Absolut. Also das ist das Fahrzeug, entweder für Einsteiger oder für Menschen, die sagen, ich will ein Auto zum Campen haben und ich brauche kein Fahrzeug, wo ich mit auf die Sahne haue. Mir ist aber trotzdem eine gewisse Funktionalität und auch Verarbeitung wichtig und das findest du hier. Also du hast ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und wenn ich es mal so vergleichen würde, dann wären wir hier beim Skoda. Sehr schön. Also hier siehst du, auf viele Sachen wurde Wert gelegt. Zum Beispiel ein ergonomischer Sitz. Setz dich mal bitte rein, Jan. Man sitzt nicht schnurgerade drin, sondern du hast eine Anordnung so, dass du auch ordentlich sitzen kannst. Und jetzt ist natürlich das Thema Grundriss ein großes Thema. Wir haben hier einen Grundriss, wo du nichts falsch machst, wenn du Camping-Einsteiger bist, denn den kriegst du immer wieder verkauft. Das ist absolut so. Wir haben hier ein Fahrzeug, was noch ein verstecktes Hubbett mit an Bord hat. Wir haben eine Sitzgruppe, wo wir die Fahrer- und Beifahrerhaussitze drehen können. Das heißt, du kannst hier mit 3 oder 4 Leuten ohne weiteres sitzen. Und auch von der Raumaufteilung, also ich bin jetzt 1,89 Meter, ich stehe jetzt auf dem Teppichboden, ich habe jetzt noch Schuhe an. Das heißt, der Platz ist jetzt auch etwas weniger, aber auch ich kann hier noch fast stehen. Und im hinteren Bereich, weil über mir das Hubbett natürlich ist, und im hinteren Bereich haben wir natürlich eine ganz andere Höhe. Komm, wir zeigen mal das Hubbett. Denn das ist eine tolle Geschichte. Du drückst ja auf den Knopf drauf und dann erweitern sich 2 Schlafplätze, die du einfach runterziehst. Und da können nicht nur Kinder drauf schlafen, weil dieses Hubbett wackelt nicht. Das ist, viele werden ja denken, wenn sie sagen, hey, das ist ja eine wackelige Nummer. Überhaupt nicht. Also das Hubbett, wenn man jetzt mal wirklich versucht, daran zu rütteln, es wird durch die Schienen geführt, es liegt teils auf. Und wir haben auch unter dem Hubbett Lattenroste, wir haben eine schöne Komfortmatratze mit dabei. Also da wurde an Konstruktion nicht gespart. Das ist ordentlich. Also die Lohnkosten sind natürlich in, wo wird er gebaut, in Tschechien? In Polen. In Polen wird er gebaut. Es könnte aber auch, also... Im Osten von Deutschland, so kann man so. Nee, also östlich von Deutschland, so, das ja, wäre jetzt korrekter. Die Konstruktion, das sind Dinge, das muss auch einfach funktionieren. Sonst hättest du als Fachhändler die Odyssee, oder? Ja. Wenn du dann und nicht nur als Fachhändler, auch der Konzern hätte es, weil die Leute möchten ja funktionale Fahrzeuge haben. Und es bringt nichts, wenn du es 3-mal benutzt und es ist kaputt. Das Schlimmste ist, was so ein Konzern an den Rande der Insolvenz bringen kann, ist, wenn das Produkt kaputt ist, dauernd. Ja. Das heißt Rückrufaktionen, die müssen alle rein. Ihr kriegt es ja bezahlt vom Hersteller, aber dann ist die Marge vollkommen im Eimer. Das heißt, die müssen gucken, dass sie Sachen bauen, die möglichst lange halten. So soll es auch sein. Die Leute möchten es nutzen. Und hier machen wir mal den Kühlschrank auf. Das sind beiden. Genau, eine Doppelversiegelung. Und auch hier hast du einen schönen großen Tower-Kühlschrank mit Eisfach wieder mit an Bord, in dem Fall von Dometic. Ablagemöglichkeit.
So, und das Besondere, das neue Dometic-Bedienpanel, wo du alle Dometic-Geräte, wenn das angeschlossen ist, über ein Panel bedienen kannst. Sogar mittlerweile Füllstände, Temperatur mit allen drum und dran. Und es ist natürlich iNext Ready. Das bedeutet, du kannst ein Modem reinmachen und kannst das komplette Fahrzeug mit deinem Handy aus der Ferne bedienen. Smart Home hat zu Hause schon überall Einzug gehalten. Jetzt sind wir dabei, das in die Reisemobile mit einzubauen. Da können wir uns nicht vorgegen sperren, das ist auch eine coole Technik. Also ich erkläre das mal gerade. Es ist der Hersteller Truma. Und vielleicht hast du gehört, dass Smart Home im Moment darunter leidet, dass jeder sein eigenes Protokoll entwickelt, also für seine Smart Home Geräte. Das heißt, du hast zum Beispiel Apple Home, du hast, nennen wir mal irgendein anderes, zum Beispiel Osram hatte ein eigenes System mit eigenen Lampen und so weiter. Und man versucht im Moment, solche Geräte zu entwickeln, die mit mehreren Geräten sprechen. Und das hier ist eine Basisstation, die über ein Bussystem funktioniert, wo du also ganz viele Geräte wie Klimaanlagen und so weiter mit einem Gerät ansteuern kannst. Und da gibt es so geteilte Meinungen. Es gibt viele, wie zum Beispiel bei Morelo, da ist das nicht so. Da sind ganz viele Geräte einzeln. Da arbeitet man schon lange dran, das entsprechend zu adaptieren. So eine richtige Lösung will man da im Moment noch nicht einsetzen, weil es soll ja auch funktionieren. Aber wenn Truma sowas baut, die kommen aus der Schifffahrt, das hat eigentlich schon Hand und Fuß. Oder? Ja, aber du musst natürlich immer gucken, du hast in so einem Fahrzeug weniger Technikkomponenten als in einem Morelo oder ähnlichen, weil wir natürlich viel mehr Komponenten haben. Und ich glaube, einem Morelo-Kunden wäre auch nicht geholfen zu sagen, drei Komponenten steuerst du darüber, aber die letzten 24, die sind wieder alle einzeln. Da bedarf es mehr. Hier kannst du das Allermeiste darüber abdecken. Und das ist eine coole Funktion, aber auch da wird die nächsten Jahre noch, denke ich, ganz viel kommen. Und das muss man auch schauen, wie nehmen es die Kunden an und wie nimmt es der Markt insgesamt dann an. Ja, wir werden mal heute deine Leistung reduzieren auf das Besetzen von Betten. Was hältst du denn davon? Super. Can, grüß dich ganz herzlich. Hallo. So, nee, Spaß beiseite. Es ist ja ganz wichtig, normal filmen wir beide ja zusammen, jetzt haben wir ja den Christian mit dabei. Deswegen habe ich gesagt, bewerten Holz, also das ist ja so eine Gretchenfrage, ja. Ich muss auch trotzdem nochmal meine Aussage vielleicht ein bisschen revidieren, weil wenn man hier drin steht, da sind relativ viele graue Elemente auch, was das Ganze nochmal so ein bisschen aufbricht und auch weiße. Von daher wäre das jetzt nicht für mich zum Beispiel persönlich der Super-GAU. Ich finde, es sieht ganz stimmig aus. Also ich vermeide ja massiv irgendeine Bewertung in meinen Videos. Deshalb weil, fragst du mich immer. Ja, aber es ist ja auch so, was ganz interessant ist, du darfst ja auch mal sagen, wenn dir etwas gut gefällt. Und wir haben ja gestern ein Fahrzeug von Affinity gezeigt. Freedom heißt der und da hast du ja Schnappatmung bekommen, oder? Der war echt cool, ja. Der war cool. Ja, geh trotzdem aufs Bett. Ich finde schön, dass man da eine Kaffeemaschine hinstellen kann. Wo denn? Hier? Gehen wir davon aus. Ja, das ist aber ein toller Platz im Fernseher auch, oder? Ich glaube, hier gibt es mehrere Möglichkeiten, je nachdem, was man möchte. Ich habe sogar festgestellt, Fernseher ist mittlerweile nicht mehr so wichtig. Es gibt viele Kunden, die sagen, ich brauche keine Satzschüssel mehr auf dem Dach. Ich mache das Ganze über ein iPad und streame das Ganze. Also nicht, dass die jetzt keinen Fernsehen mehr gucken, sondern einfach nur, dass die jetzt smarter werden. Genau, also die gucken dann zum Beispiel German Television oder so statt andere Sender. Oder Netflix. Aufs Bett, bitte. Ja. Gott. Ja, ich wollte es nur erwähnen. Also, ist meine Tochter, da kann ich ja ruhig mal so. Absolut. Aber ich muss sagen, es gibt noch einen Pendant dazu, der ist Zwilling. Und die Can steht ja schon original vor der Kamera, seitdem sie irgendwie 16 ist. Also, damals im Fernsehen schon. Und sie stand im Radio schon, hat moderiert. Aber eigentlich wollte sie das nie machen. Also, ich muss sagen, ich musste so einige Sachen machen. Aber es hat doch nicht geschadet, oder? Letztendlich. Nee. So, ist es. Liegt mal gut? Ja. Länge, es gibt zwei verschiedene Längen. Also du hast einmal Überlänge-Kandidaten. Wenn du dich mal ganz kurz da hinlegst, sei mal so lieb, du bist 1,91 und ruhig mal drauf gehst, auch wenn die Leute jetzt schimpfen, wir sind im Messebetrieb, hier sind Schonbezüge drüber, kann nichts passieren, also leg dich ruhig mal drauf. Die unterschiedlichen Längen, die wir haben, die sind ja eher dem geschuldet, dass es das typische Design ist. Eins ist für das weibliche Publikum, eins für das männliche. Und in der Praxis sind ja die Männer meist größer gewachsen. Deswegen gibt es oft Betten, wo eines länger ist und eines kürzer ist. Dementsprechend sind die Schlafplätze für Männlein und Fraulein gleich vordefiniert. So, das ist ja gut. Also wir haben ein Reisemobil, das auch für schwule Ehepaare geeignet ist, denn da sind beide Betten gleich lang. Auch das gibt es, ganz, ganz klar, ja. Okay. Also definitiv.
Wolltest du nur erwähnen? Ich wollte es nur erwähnt haben, falls sich einer fragt, warum ist die eine Seite 10 cm manchmal kürzer und der Kleiderschrank noch dafür da. Da wird einfach der Durchschnittskunde genommen. Hier ist aber auch klar, dass es nicht unbedingt geschlechtsspezifisch ist. Ich glaube auch nicht. Also sowohl bei schwulen Leuten könnte es auch sein, dass eine Person kleiner ist. Nur so ja, dabei, ist ja gut. Zwei Männer sind. Ist ja gut. Ich wollte es ja nur erwähnt wissen, denn ich habe ein schwules Ehepärchen, das werde ich in Kürze mal filmen. Die sind gerade in Marokko unterwegs und da werden wir eine Live-Schalte hinmachen. Die leben im Reisemobil und haben einen Höllenspaß. Und wenn ich das sehe, was es abgeht, da sind wir ja auch bei dem Thema Anwendung. Das hier sind ja jetzt keine Fernreisemobile, wo wir jetzt hier drin sind. Das hier ist Massenproduktion für solides Camping. Kann man damit auch schlecht Wege fahren eigentlich mit so einem Fahrzeug von der Bodenfreiheit? Ich habe neulich erst ein Video gesehen, wie solche Serienfahrzeuge in, ich weiß es gar nicht, wo es war, es war tierisch weit weg, durch ganz schlechte Straßen gefahren sind, wo ich noch überlegt habe, mein Gott, das Auto muss doch danach Totalschaden haben, aber einige machen es. Es funktioniert besser, als man denkt. Also auch wenn der Aufbau ein bisschen klappert, die sind ja gebaut, um lange zu halten. Es ist Serie hier natürlich, vielleicht jetzt nicht vergleichbar mit Bimobil, doppelt verzapft und verklebt und so weiter. Die Aufbauweise muss man auch erklären. Die Aufbauweise ist von innen nach außen. Das heißt also, wenn man in der Fabrik steht, hast du mal gesehen, wie die gebaut werden? Also du siehst erst, die fahren also praktisch im Fahrgestell, dann kommt die Bodenplatte drauf, dann werden die Möbel auf die Bodenplatte gebaut und dann kommen erst die Wände dran. Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist richtig geil. Anders als beim Haus, ne? Ja, es ist anders wie beim Haus. Das heißt, es geht gegeneinander. Hier ist ein Raumbad. Genau, also das finde ich in der Kategorie total toll, denn du kannst auch hier mit der Schwenktür arbeiten, kannst dann dementsprechend das Bad oder auch den Schlafbereich dadurch nochmal komplett abteilen. Hätte auch den Vorteil für euch, wenn ihr das Fahrzeug nutzen möchtet, dass ihr vorne gar nicht alles immer unbedingt verdunkeln müsst und das zuziehen müsst. Wenn ihr abends nach hinten geht, macht es hier euch dunkel und gemütlich und vorne kann man trotzdem reinschauen, das wäre gar kein Thema. Du hast hier einen Waschtisch mit an Bord, zusammen mit der Toilette. Auch nochmal ein separates eigenes Fenster. Das finde ich ganz toll, dass die Toilette separat ist. Also wenn du mal ein Ei legst oder so, das willst du ja nicht im Schlafraum machen, oder? Absolut. Dafür kannst du die Tür auch nochmal zusperren und hast dann gegenüberliegend, wo ich jetzt gerade dann stehe, die Dusche. Das Raumbad hat nicht nur Vorteile. Also in Italien, ich habe schon oft moderiert, kannst ein Raumbad mit integrierter Toilette nicht verkaufen. Muss das Klo immer einzeln sein. Bieten aber viele Hersteller Lösungen dann an. Die Dusche ist Wahnsinn. Also bis 1,91 und für große Personen echt geeignet. Sag mal, könnt ihr die Tanks erweitern? Ist das möglich? Also das müssen wir uns immer anschauen. Wo liegen die Tanks? Was sind die ganzen Umstände? Passt das von den Achslasten? Soll noch was anderes in Heckgarage? Also wir können immer nur den Platz nehmen, den es gibt und die Komponenten. Kennst du Dauerschauer? Dauerschauer, ja. Kennst du wirklich? Dieses umlaufende System. Ja, ja. Das kriegen wir jetzt eingebaut. Das ist geil. Heißt Dauerschauer, also mit S-H-O-W-E-R, kommt aus dem Osten. Und die haben ein System entwickelt mit 3 Knöpfen und du kannst immer 5 Liter austauschen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber auch Tankserweiterungen sind im Rahmen immer möglich. Also muss man immer schauen, wie macht man es. Die Frage ist immer, steht der Kosten-Nutzen-Aufwand dafür? Ja, und die Dusche, feste Elemente. Und ich finde, die ist super groß. Also sehr schön. Ja, Kleiderschrank darf auch nicht fehlen und der ist hier unterm Bett. Und bei den Entry-Modellen, also den etwas preisgünstigeren Modellen, sind die nicht zum Hochklappen, sondern man kann sich hier hinsetzen, wie die Jan das macht, wenn man nicht zu breit ist. Also ich zeig mal gerade, das geht schon. Und dann kommst du auch ganz bequem an den Kleiderschrank ran. Mein Tipp ist natürlich, solche Kisten hier oder Euroboxen zu verwenden. Da kann man sehr, sehr viel unterbringen. Und das ist ordentlich. Aber das ist schon eine Einschränkung. Also das hast du in den hochwertigen Modellen, kannst du hochklappen. Und das geht, glaube ich, bei Knaus. Bei haben wir eben gesehen, also bei den hochwertigen. Ist bei Knaus möglich, in der Kategorie jetzt gerade nicht. Aber natürlich musst du immer Preis-Leistung so ein bisschen sehen. Gut, raus hier. Und dann, denn wir haben ja noch viel zu tun. Wir müssen heute noch auf den Stand von Morello. Da werden wir ganz schön viel filmen und das Ganze zeigen. Sylvie Ready ist übrigens ein Magnetsystem. Hast du schon mal gesehen? Mhm. Also es gibt Gläser, die haben unten eingebaute Magneten. Und die sind hier schon eingelassen. Dann halten die Gläser und können nicht umkippen während der Fahrt. Die werden magnetisch angezogen. Und wo ist das? Das ist hier irgendwo eingebaut, wahrscheinlich am Tisch oder es könnte auch im Schrank drin sein. Da sind die Magneten schon mit drin. Das sind einfache Flächen, die magnetisch sind. Und wir gucken mal, aber es kann auch sein, dass es einfach zur Messe. Oft ist es auch bei diesen Sachen auf der Messe immer die Erfahrung, wenn du da eine Sache hinklebst, kleben nach der Messe immer 2 Sachen. Weißt du, was krank ist? Ist das Schild hier falsch? Guck mal gerade. Das Schild. Alde Warmwasserheizung inklusive Booster als Option. Nee, das kannst du als Option hier mitbestellen. Es gibt eine Alde hier. Wenn du sie mitbestellst, ja. Ehrlich? Ja. Im Weinsberg?
gut. Warte mal, ich zeig mal das Gesicht. Also. Es steht ja da. Es steht da. Versuchst du es gerade abzumachen? Welches Schild genau meintest du eigentlich, Sven? Also okay. Wo hast du das gesehen? Alles klar, ich hab's verstanden. So, kleb's mal schnell wieder drauf. Also, alte Warmwasser. Aber weißt du was? Ja. Wir könnten nochmal den Experten schlechthin fragen. Ob das so ist. Das beantworten kann. Ja, ist jemand hier? Ich zeig mal ganz kurz hier. Gibt es ein Head-Up-Display übrigens als Option. Hubbett haben wir gezeigt und schnell raus. Und genau. Hast du denn da den Experten? Das schauen wir jetzt direkt mal. Heute ist der 13. Ja, ich sehe gerade einen Experten und wir testen jetzt mal sein Expertenwissen. Und wir gehen mal eben auf den jungen Mann hier zu und schauen mal, ob wir hier gerade eine Info bekommen können. Hallo Marcel. Hallo. Marcel, eine Frage. Kannst du uns gerade weiterhelfen? Bei diesem Weinsberg ist ein Aufkleber drin, dass eine alte Warmwasserheizung verfügbar ist. Ist dem so? Da bin ich tatsächlich überfragt. Okay. Bei der Sonderausstattung. Bist du Franke? Ja. Das hört man gar nicht. Ja. Oh, kommst du her? Aus Schweinfurt. Echt? Ja. Wie cool. Ja, ich weiß auch nicht. Also, gut, ich würde sagen, wir machen weiter mit der Werbung an der Stelle. Und ja, also, du hast eine Hundemarkenfirma, genau, die heißt Norfhoofs. Ja, genau. Ja, er meinte, glaube ich, sich selber, ne? Also, du machst Hundemarken, die nicht klappern. Ja, das stimmt, genau. Lautlose Hundemarken. Norfhoofs.com. Genau. Ja, com. Versand also, weltweit. Versand weltweit. NORTHWOOF. Werbung Ende. Ja, das Ganze gibt es bei euch, Weinsberg, Vertragspartner und bei allen Weinsberg-Vertragspartnern in ganz Deutschland. Und auf der Messe haben wir auch keine Kohle bekommen, muss ich dazu sagen. Das ist hier Berichterstattung und wir haben ihn gezeigt. Da ist er ein schönes Modell, ordentliche Länge, nicht zu lang, nicht zu kurz. Und ich glaube, das ist ein echtes Volumenmodell, oder? Absolut. Und wie du am Anfang sagtest, da kann ein Einsteiger überhaupt gar nichts mit falsch machen. Danke. Tschüss, Jan. Tschüss. Ciao, Sven. Und www.norfhoofs.com, da kriegt ihr die Hundemarken. Was kosten die? 29,90 €. Mit Beschriftung. Oh, das ist aber der lettische Preis. Die sind ein ganz kleines bisschen billiger für Deutschland. Ich glaube 29,49 €. 49 für Deutschland. Und die haben eingelasert eine Telefonnummer, wenn der Hund verloren geht. Alles draufschreiben, was du willst. Also vorne den Namen und hinten, egal was für Informationen. Hast du einen dabei? Tatsächlich, aber nee, im Wohnwagen. Also ja, im Wohnmobil. Ich muss sagen, morgen. Ich habe keinen Hund, aber ich überlege jetzt schon gerade, mir so eine Marke zu kaufen. Danke. Ihr verkauft die zu Hunderten, oder? Ja. Okay. Den Schlüsselbund hast du? Nee, stimmt, ist nicht dran. Nee, danke. Tschüss. Tschüss.